Ja, hier ist der Versuchsaufbau Nummer 2. Um gut kenntlich zu machen, was ich hier jetzt umgebaut habe oder geändert habe, habe ich ein rotes Dichtband genommen und ich habe hier jetzt diesen Deckel wirklich einigermaßen gut luftdicht zugeklebt, dass hier keine Wärme mehr entweichen kann. Und ja, jetzt werden wir dann wieder diesen Test durchführen und wieder 30 Minuten warten, um zu sehen, wie sich das Wasser hier erwärmt in beiden Modulen. Ausgangstemperatur vom Wasser haben wir jetzt 12,5 Grad Celsius. Ja, und so werde ich jetzt hier dieses Wasser wieder einfüllen. Und nach 30 Minuten werden wir dann wieder schauen, wie sich die Temperatur entwickelt hat. Jetzt haben wir aktuell Uhrzeit. So, 11.13 Uhr. Wir werden einen Timer stellen, dass wir dann um 11.43 Uhr ungefähr wieder nachsehen und die Temperaturerhöhung beider Systeme kontrollieren. Ja, die 30 Minuten sind jetzt wieder vorbei. Ich melde mich jetzt wieder zurück von meinem Projekt und natürlich wollen wir jetzt wissen, wie sich die Temperatur entwickelt hat, ob man hier jetzt einen Unterschied zu vorhin erkennen kann. Wir beginnen wieder beim normalen Rohrabsorber. Und hier wieder den Temperaturfühler einstecken. Unsere Markierung und dann die Temperatur am Thermometer ablesen. Die Temperatur steigt wieder. Eigentlich sollten wir wieder ungefähr in den Bereich kommen, wo wir vorhin auch gewesen sind, also irgendwo im Bereich von 28 Grad Celsius. Wobei ich dazu sagen muss, dass im Moment zeitweise die Sonne von Wolken verdeckt war. Könnte jetzt sein, dass die Temperatur nicht mehr ganz so hoch ansteigt wie vorhin. Aber das macht nichts. Letztendlich simuliert das ja nur einen natürlichen Tagesverlauf. Man hat ja nicht immer volle Sonneneinstrahlung, sondern Wolken oder vielleicht auch einmal ein Schatten, der durch Bäume entsteht, reduzieren natürlich auch jede Leistung von einem Kollektor oder auch von Solarabsorbermatten. Aber lassen wir uns mal überraschen, wo hier jetzt diese Temperatur letztendlich hingeht. Ja, und hier halten wir jetzt einmal 26 Grad Celsius fest. Ja, ich habe jetzt den Fühler hier in unseren Kollektor reingesteckt und hier haben wir jetzt eine Temperatur von 26,8 Grad Celsius. Also auch hier ist die Differenz wieder relativ gering zum einflachen Flächenabsorber. Ja, und so gesehen war jetzt für mich dieser Test eigentlich sehr aufschlussreich. Und zwar dahingehend, dass es wirklich gut zu überlegen ist, ob man hier den Aufwand betreibt und so einen ja, selbstgebastelten Kollektor überhaupt herstellt. Oder ob man nicht einfach etwas mehr Fläche in einen Flächenabsorber investiert und hier relativ einfach und unter anderem auch wahrscheinlich wesentlich kostengünstiger also eine große Absorberfläche bastelt, um hier den, sagen wir mal, im Vergleich geringen Temperaturunterschied von so einem Kollektor hier auszugleichen. Ja, ich werde euch weiterhin mit meinem Projekt am Laufenden halten. Das war jetzt einmal der Start zu diesem Projekt. Ich werde sicher noch einige Versuche machen und in diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Euer Roland Hohmann.